Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Vampire Stone 3. Ich bin DC Steve und euer Cloud mit den 4-8 ist auch wieder dabei. Ach ja, wir wollten die Frau besuchen, die uns Infos geben kann, wo der verschollene Bruder ist, an dem wir uns rächen wollen. Gut zusammengefasst? Ja. Sehr gut. Ach ja, die Killerraupen. Ich erinnere mich zurück. Muss sich nicht lohnen, das sehr effektive zu machen. Ja, genau, weil... macht eh kaum Auswirkungen. Und verbraucht dann nur zu viel Blut. Ach ja, die haben vergiftet. Das Gift tickt natürlich wieder. Besonders beim Dreifachschlag. Was ich mich übrigens frage, ob wir auch noch... Pass auf, wenn wir den Dreifachschlag, den ersten Schlag den Gegner töten würden, und der Wolf noch zweimal zuschlägt, bekommt er trotzdem dann noch zweimal Giftschaden, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Das hatten wir auch, wo man ja auch schon tot gekonnt hat, obwohl der Gegner schon tot war. Ja, genau, stimmt. Ja. Ach Gott, das ist so... delicious. Weil der Kampf ist ja erst beendet, wenn das Ding wirklich verschwunden ist. Deswegen greifen wir auch noch weiterhin den bereits Gestorbenen an. Weil fürs System ist er noch da. Das ist echt scheiße, dass wir unseren blöden Wolf nicht rein können. Ich glaube, wir hatten noch keine mittleren Seelen mehr, ne? Willst du hin? Oder willst du noch mal gucken, ob du jetzt den Seelenschrein da oben benutzen kannst zum Seelenspalten? Wir sind Level 25. Ah, neue Waffen. Stimmt. Glaub mir, jede Erleichterung nehme ich ja gerade mit. berechtigt, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe vergessen, dass es noch dieser eine Kampf war, denn sonst hätte ich das jetzt wirklich noch gelevelt auf Cam, aber ja. Oh, alles gut. Ich habe jetzt das Spiel auch seit einer Woche nicht gespielt. Können uns auf jeden Fall freuen, dass das Kampfsystem später wird nicht viel besser. Also das fühlt sich immer noch nicht gut an. Ich habe ja mal ein bisschen ausprobiert, um unsere hier Theorie dazu zu befeuern. Und da hatte ich mich auf Max-Level gecheatet. Ich böser Cheater. Und mir die besten kaufbaren Waffen gegeben, also die du auch beim Händler kaufen kannst. Und ich hatte trotzdem Struggle gehabt, die Wachen zu besiegen in den Städten. Das ist jetzt fast schon so ein Punkt, wo man überlegen muss. Also spätestens bei 30, wenn wir nicht noch einen weiteren gefunden haben, lohnt sich nicht mehr die Dämonenklinge. Nee, also wir sollten die auf jeden Fall mal wieder upgraden, ne? So, ich graf mal einen. Das brauchen wir zwei von, ja. So, die anderen beiden. Dann brauchen wir nicht. So. Wir wollen Rüstungen, Steve. Rüstungen! Boah, ey. Eine Abwehr mehr, ne? Also echt jetzt. Also echt. Oh, hier lohnt es sich auch. Nur eher so mäßig. So. Bei Elaine, ja. Bei den anderen beiden nicht. Eher das nicht so. Die einmal. Guck mal die Stiefel. Oh, wenn die Stiefel das größte Upgrade sind. Ja. Irgendwie. Er hat's nicht so drauf mit Items erstellen.
Ja, guck mal, der hätte auch beim automatisch Ausrüsten ihm nicht die neue Rüstung gegeben, obwohl er sie hätte tragen können. Dann nochmal optimieren, genau. Sie kriegt nämlich die Rüstung. Aber hier kannst du ja auch optimieren drücken. Ja, perfekt. Dann sind wir jetzt wieder gut ausgerüstet. Geheimnisvolles hier entdecken können. Oder sie verlässt einfach den Bereich. Wir müssen weiter nach links immer, ne? Ja. Ich frag mich schon, wann wir den nächsten Track hier im Soundtrack finden, der uns so ein schönes Zweig beschert. Ich warte schon drauf. Ich werde das Thema ja später nochmal besser nochmal thematisieren. Ja. Weißt du, Walner, ich hätte nie gedacht, das jemals sagen zu können. Hatte ich Walner oder hattest du Walner? Da du ja schon Asgore und Celine hast und wir wollen ja nicht verraten, wer das vierte Partymitglied ist, nehme ich jetzt mal Walner. Ja. Und Walner ist ein Depp. Ja. Das ist er. Gib ihm bitte die Farodin-Stimme. Ja. Sehr gut. Zum ersten Mal in meinem Leben, langen Leben, spüre ich so etwas wie inneren Frieden. Einen Frieden, den ich nie für möglich gehalten habe. Wir haben ein Kind gezwungen, unsere Tochter zu werden, gegen ihren Willen. Top Frieden. Irgendwie habe ich gerade den Eindruck, dass es übrigens dieses Face-Set, Char-Set, nicht mit einem kompletten Hals gab. Siehst du, wie sie wieder was drumherum hat um den Hals? Mhm. Haben wir Elaine schon mal mit einem freien Hals gesehen eigentlich in diesem Spiel? Ich weiß es nicht. Müsste man einmal in den Files nachgucken. Wir haben nun eine Tochter. Vielleicht konnte der Zeichner ja keine Halszeichnungen machen, ja. Deswegen. Jaina wird unser Glück vervollständigen. Deswegen geben wir später ja einfach die Schuld, obwohl sie 15 Jahre alt ist. Sie wird uns das geben, wofür wir all diese Jahre gekämpft haben. Ein ruhiges Leben als Familie. Eine vollständige Familie. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, Walner. Du hast recht, Elaine. Dies ist nun endlich der Moment, für den wir diesen langen Weg gegangen sind. Außer mit dem Emo-Ende. Da habe ich mich umgebracht. Und ins Meer gestürzt. Das beste Ende. Und ohne Scheiß, ich meine, stell dir mal vor, die Zeit ist richtig kacke, wenn du gerade lebst als Vampir, ja? Was spricht denn dagegen, dir ein Schwert im Bauch zu rammen, dich ins Meer zu werfen? Vielleicht ist in 1000 Jahren die Welt besser und jemand findet dich und zieht dir das Schwert raus. Ja, du kannst ja so technisch dadurch nicht sterben, ne? Du verfällst halt in Starre. Genau. Ja. Bis du halt wieder Blut bekommst. Genau. So, denn Aisha ist ja nur verrückt geworden, weil sie ja nicht tot war. Man hat sich versucht wiederzubeleben. Ja. Für den wir all die Hindernisse überwunden haben. Sie wird ihr neues Leben als Vampir sehr schnell schätzen. Und dann steht unserem vollkommenen Glück nichts mehr im Wege. Sie wird uns glücklich machen. Und wir sie, weil sie jetzt ihre Mutter und ihre Schwester verloren hat, all ihre Freunde und Bekannten und ihr Dorf, ihre Gemeinschaft. Das wird sie einfach so akzeptieren. Ja.
Finde ich gut. Ein Mädchen mitten in der Pubertät wird das hundertprozentig exakt absolut verstehen. Ja? Ach, vielleicht ist durch, zumindest durch die das Vampirsein, dass das ganze Hormon Wirrwarr, es ist vielleicht dann beendet instant. Hat vielleicht auch dann den Vorteil. Ja. Du meinst also Eltern, die mit ihrer Tochter nicht umgehen können, sollten einfach die Tochter zum Vampir machen? Ja, genau. Das ist mein Vorschlag, Leute. Also. Sehr gut. Das werden wir mal dem Familienministerium vorschlagen. Ach, Walner. Kann es nun endlich soweit sein? Haben wir es geschafft? Haska ist besiegt. Und nun sind wir hier und können endlich ein friedliches Leben führen. Wir und Jaina, eine Familie. Wir werden die besten Eltern sein, die sich ein Kind noch wünschen kann. Warte mal kurz. Ja. Ich überlege gerade, ob ich Walner und Elaine schlimmer empfinde oder Farodin. Der in Teil 6 einfach irgendwann sein Kind vergisst und am Ende ein neues zeugt. Also hat er ja später nochmal thematisiert, ne? Hat er die ja nochmal in den Fokus gesetzt, deswegen ja angefangen hat zu trinken und Ja. Da hat doch zwei Spiele später dann doch daran gedacht, Moment mal, ich habe damals die Kinder bei die Kinder, ne? Ja. Die sind aber irgendwann, hab ich sie umbringen lassen. Ich wusste nicht, was ich mit denen machen soll. Richtig. Und den Charakteren war es vollkommen egal. Ja. Yeah. Also irgendwie haben die Leute gesagt, das ist doof. Na gut, dann machen wir nochmal Hintergrundplot dazu. Und ich freue mich schon unendlich darauf, die Liebe eines eigenen Kindes zu spüren. Ach, ich bin so froh, dass wir diesen Schritt nun endlich gewagt haben. Nach monatelangen Suche hatten wir sie endlich gefunden. Und nun einen Tag nach ihrer Verwandlung fühle ich mich einfach nur glücklich. Es kommt mir gerade so vor, als hätten sie irgendwie sich ein Haustier zugelegt. So, jetzt haben wir auch einen Hund. So, hier, wir haben den richtigen auch ausgesucht. Da, das Fell gefällt mir. Aber was natürlich viel besser gewesen wäre, hätten sie sich langsam... Wenn sie sind ja eh unsterblich. Sie hätten ja all die Zeit der Welt gehabt, sich mit ihr anzufreunden, so... Oh, wir sind die Reisenden, wir sind hier in die Stadt gekommen und dann und unterhalten sie sich mit ihr und lernen die Leute da alle kennen und dann... Du, jetzt noch einen ganz anderen Vorschlag. In dieser Welt wird es doch bestimmt auch Waisenhäuser geben. Ja, stimmt. Die würden sich sogar freuen, da wegzukommen. Vielleicht. Warum haben sie nicht da? Sind sie irgendwie mal hin, hätten sich da geguckt, sich dort ein Kind rausgesucht, hätten dieses Kind dann erstmal regulär großgezogen, ja? Vielleicht dann irgendwann offenbart, hey, pass mal auf, wir sind Vampire. Genau. Du hast jetzt die Möglichkeit, wir machen dich auch zum Vampir, also wenn du irgendwie erwachsen ist, wenn du 20 oder so, ja, machen dich jetzt auch zum Vampir. Schau mal, das sind die Vorteile, wir nehmen dich jetzt mal ein Jahr mit, du siehst, was wir Vampire so machen, ja? Mhm. Nach einem Jahr hast du die Auszeit, du kannst jetzt auch zum Vampir werden. Oder halt, naja, wir werden uns weiterhin kennen, aber wir werden halt nicht älter und du wirst irgendwann sterben. Genau. So. Ja, und das wäre ja... Und Eltern hätten sie ja wirklich ein Kind. So. Und das richtig, so. Dann hätten sie auch eine Verbindung zu dem Kind. Genau. Das Kind, ja, sie hätten sich auch daran gewöhnt, hätten wir auch sogar wirklich als Eltern betrachtet. Und das war einfach so, genau. Ihr habt mich komplett aus dem Leben gerissen. Ja. Fickt euch, Leute. Genau. Einfach fickt und, euch. Und eben, um zusammen, was ich, du holst das Kind, keine Ahnung, wenn es eben noch tatsächlich ein Kindesalter ist oder zumindest auch im frühen Jugendalter und kannst du dann immer noch dann das zum Vampir machen, wenn es halt erwachsen ist, was wahrscheinlich objektiv schon das Bessere ist, ja? Mhm. So. Oder vielleicht auch ein Kind nehmen, ja, das vielleicht eigentlich sterben würde, was irgendeine menschliche Erkrankung hat. Mhm. Und mit Hilfe des Vampirs bist sozusagen dann retten. Genau. Ja, das ist ja auch möglich, so. Allein erstmal schon für die Dankbarkeit werden die zumindest eine Zeit lang miteinander klarkommen. Genau, so. genau. Und dann kann man ja immer noch schauen, kommt man miteinander klar oder nicht. So. Aber das, was sie gemacht haben, war halt das Dümmste. Sie haben es halt so gemacht, wie als würde man sich einen Hund holen. Ja. Und stellen dann irgendwann fest, oha, funktioniert ja irgendwie nicht. Also. Dann wollen sie wieder zurückbringen, ja. Wie funktioniert zurückbringen? Ach ja, wir schlagen hier den Kopf ab. Das ist halt so. Ja. Ich liebe dich so unendlich, Walner. Wir werden für immer zusammen sein, Elaine.
Du, Jenna und ich in aller Ewigkeit. Sieh nur, wie friedlich sie schläft. Ich bin froh, dass sie auch ohne Sarg einigermaßen zurechtkommt. Als frischer Vampir ist es sehr schwer. Sie ist unser Mädchen. Wir wollen ja nicht auffallen und friedlich unter den Menschen hier leben. Notfalls nutzen wir unseren versteckten Sarg. Auch übrigens so eine Sache ist, ja, warum eigentlich in so einem Dorfleben ja sowieso nur so eine zeitlich befristete Sache sein kann. Weil ja die Leute irgendwann merken, hey, warum altert ihr zur Hölle nicht? Ja, so. Und das fällt bei einem Kind nun mal noch mehr als bei einem Jugendlichen. Ja, richtig, genau. Also, du siehst ja mit 15 anders aus als mit 20. Ja, also bei einem Erwachsenen kann man das ja immer noch irgendwie begründen mit, naja, ich schminke mich ja und naja, meine Haare sind gefärbt. So, und was weiß ich, ja. Es gibt ein paar Leute, denen siehst du kaum an, dass sie älter geworden sind. Und dann werden die irgendwann so mit 65, 66 auf einmal schlagartig 30 Jahre älter. Man kennt das ja von manchen Schauspielern, die so, keine Ahnung, von 40 bis 70 gefühlt gleich aussehen und dann schlagartig auf einmal alt aussehen. Ja, genau. Ja, ich glaube, kennt aber jeder Schauspieler, wo das irgendwie so der Fall ist. Ich finde, dass Will Smith so ein Schauspieler irgendwie ist, der sieht irgendwie kaum älter aus. So. Also, klar, wenn du jetzt den Prinz of Bel-Air nimmst und irgendwie seinen aktuellsten, dann wirst du schon sehen, dass er älter geworden ist. Aber ich finde, er wird sehr, also, ja, ich finde, ich glaube, bei dem wirst du irgendwann auch schlagartig sehen, oh, jetzt ist er alt. Ja, ich denke auch. Wir werden hier ihr beibringen, friedlich unter den Menschen zu leben. Menschen und Vampire können koexistieren, müssen aber nicht. Wir sind dafür der beste Beweis. Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Musik so als dafür zählen. Ich meine, selbst Abraxas hat gefühlt in seinem Turm friedlicher gelebt. Ja, die Leute sind mir so Ruhe gelassen, ja. Der kam nur runter. Ja. Mit all der Liebe, die wir ihr gegeben werden. Ich bin mir sicher, dass sie das auch so sehen wird. Ganz sicher. Ja. Ihr Liebesgeschwafel, ne? So unerträglich. Schlaf gut, mein Liebling. Die beweihräuchern sich die ganze Zeit nur selbst. Ja. Warum bleibst du stehen, Elaine? Na, ich bin wie Rainer und wie so eine gewisse andere Person. Ellen, die Türe haben zusammengebrochen. Ah, ja. Flashbacks halt. Das gute alte. Kennt man ja. Oh, dieses gute alte, den Türrahmen zusammenbrechen, wirklich, also, oh, ich denke, delicious. Nichts, lass uns weitergehen. Er hat halt vom Besten gelernt, ne? Die haben sich ja gegenseitig gut befruchtet, sozusagen. Ja, ja. Wobei ich, muss ich sagen, mich auf das neue Spiel von Martin Sonic tatsächlich freue. Das werden wir auf jeden Fall auch spielen. Okay, da bin ich mal gespannt. Aber Avalon oder so ähnlich heißt das. Habe ich noch nicht so wahrgenommen. Etwas Gutes hatte diese verdammte Elras-Rune. Du kannst keine Gedanken mehr lesen. Freu dich nicht zu früh. Auch diese Kraft wird wiederkommen. Lass uns weitergehen. Hier ist Daliras Haus. Ja, nach oben, Steve. Geh nach oben. Nein, Steve, da bist du gerade rausgeportet worden. Ja. Hier müssen wir ja gleich links gehen. Mhm. Oh, muss noch ein Geheimnis, ja. Da wollte ich ja hin. Achso. Muss hier wahrscheinlich immer im Kreuz mal rumgehen ums Haus. Wow, die haben ja echt gerade überhaupt nicht gesehen. Ich hab grad übelst erschrocken. Ja, schläfe die eine wieder ein, sonst sind wir alle nachher vergiftet. Und ich gehe stark davon aus, dass wir jetzt Bär und Werwolf verlieren werden. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen zaubern können. Nee, ich glaube nicht. Wir hatten alle. Oh, wir sind wirklich alle vergiftet, ne? Oh, das ist so ätzend. Jetzt die Frage: Haben wir Giftimmunitätsringe? So, ja.
Also wenn nicht unendlich viele. Nee, aber... Das ist halt schon echt nervig, dass du bei jedem Hit vergiftet wirst. Und dass du nicht prozentualen Schaden macht. Das ist, hat er eine neue Fähigkeit? Ja. Die erste da. Du bestrafst dich immer selber dafür, wenn du angreifst. Ja, ja. So ätzend. Ah, geil. Das ist gemistert. Top. Top. Na gut, dass man durch Gift nicht sterben kann, zumindest. Ja, komm. Let's enter it. Aha. Also der Wolf stirbt, wenn er angreift, ne? Stimmt. Ja. Tschüss, Wolf. Was hätte ich machen sollen? Mit einem Lebenspunkt ist auch scheißegal. Der ist halt, ne? Jetzt ist er tot. Ist egal, was du gemacht hättest. Von dem wünsche ich mir so bescheiden aus. Danke, ey. Junge, wie fucking hart die Kämpfe sind. Jetzt haben wir einen Ring oder eine Kette. So, geh mal rauf. Blindheit und Bluten. Naja, wir haben nichts. Wir haben nichts. Nö. Und du hast auch also keine Chance, dagegen was zu tun. Großartig. Ah, das ist noch eine Kiste. Kiste! Ah, hatten wir noch eine Seele. Sehr gut. Bin mir echt nicht sicher, ob es das wert ist. Ich glaube dafür nicht. Eine mittlere Seele zu opfern. Zerstörerhelm. Boah, krass. Wow. 5% Crit-Chance, Wahnsinn. Ah. Besser als nix, ne? Ja. Aber die Abwehr, ne? Plus 1. Vielen Dank. Es wäre cleverer, das aber Elaine zu geben. Weil die zweimal zuschlägt. Ja. Weißt du? Ich glaube, es ist cleverer. Genau. Haben wir zweimal. Ihre Crit-Chance wurde trotzdem geringer, ne? Sie hat nur 20% und Asgard hat, glaube ich, dann 30 damit. Ja, ja, aber trotzdem, ich denke, das ist. Ja, dafür greift sie zumindest zweimal an. Also zweimal die Chance, mit 20% zu kriegen. Außer es wird direkt am Anfang aus gelotet. Ja, und das eigentlich sozusagen, genau. Beides dann. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob man zweimal kritten kann oder ob du nur einmal kritten kannst. Ne, ja, weiß ich auch nicht. Dit wo sie ohne, Junge! Dann schlaf mal, liebe Raupe. Ach, ich bin nicht so mächtig, muss ich schon sagen. Du meinst, dass wir gegenüber große Raupen eigentlich so gut wie keine Chance haben? Naja, ich fühle mich auch ziemlich mächtig. Aber es ist auch ein herausforderndes Spiel, was dich jederzeit dazu anregt, ne? Über deine Taktik nachzudenken. Ja, ja. Dieses Spiel aber keinerlei Möglichkeit gibt, taktisch zu kämpfen, weil. Das Problem die ist ja. Die Zauber, die du hast, sind halt scheiße. Und groß überleveln kannst du halt auch nicht.
Oder du könntest. Ja. Ja, aber ja. Das dauert halt auch wieder ewig. Und eigentlich willst du ja das Spiel wegen der Story spielen und nicht, weil dass du jetzt erstmal nochmal 3 Stunden grinden musst, damit du den Level. Was ist das Level? Ist das jetzt 15 oder 20, das Gebiet? Also können wir gleich mal nachgucken. Ja, ich glaube, es ist ein 20er Gebiet. Ja, guck dir halt an, ne? Also das Gift tötet uns halt so. Ja. Und noch ein Kampf hätte wir auch schon wieder nicht überleben. Das ist ja nur schwache Seelen sind, ist eigentlich das Schlimme. Ja. Erst Level 20, ja. Wir sind nicht underleveled, Leute. Nee. Eigentlich müsste ich jetzt eher Schluss machen. Aber du bist ein bisschen Story. Da nichts ansonsten groß passiert ist, machen wir weiter. Aber eigentlich, ne, Leute. Aber ich möchte jetzt nicht noch einen dritten Part jetzt hier an diesem Ball starten. Hier ist die Hütte. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, wie sie mit ungebetenen Besuch umgeht. Na schön. Holen wir uns die Informationen. Ja. Moment, was ist das? Hoffentlich nicht das Grab dieser Dalira. Auf dem Grabstein steht Celine. Was zum Teufel soll das? Sie hat schon mein Grab vorbereitet? Immerhin liegt Dalira selbst nicht hier unter der Erde. Dann können wir sie gleich selbst fragen, was das Grab soll. Und wo zum Teufel dieser Larius steckt. Ich werde das Miststück töten. Halt dich zurück. Wir brauchen noch Informationen von ihr. Und noch ein Flashback. Wenn das Herz zerbricht. Endlich wieder. Unsere philosophischen Bluttexte. Und nur die Leere bleibt. Ist jeder weitere Schritt. Geboren aus purem Leid. Immerhin finde ich den Background ganz schick. Das ist ganz stimmig. Es tut mir so leid, Wanda. Seit fast einem Jahr suche ich nun schon nach dem Buch der Elras. Doch ich weiß noch immer nicht, wo Jaina es versteckt hat. Ohne dich will ich nicht weiter existieren. Ich liebe dich so sehr, das werde ich in alle Ewigkeit. Ich kann nicht ohne dich sein. Ich vermisse dich mehr, als mein untotes Herz ertragen kann. Ich werde weiter suchen, bis ich dich aus der Ehen des Blutes befreien kann. Bitte gib nicht auf. Ich werde das Buch finden und dann musst du nicht mehr leiden. Mein geliebter Weiner, ich bin für immer dein. Elaine, komm jetzt. Ich brauche deine volle Konzentration. Wir quetschen jetzt aus Dalira raus, wo dieser Larius steckt. Das könnte blutig werden.
Wir werden das Buch finden. Na schön. Dalira, jetzt ist die Zeit gekommen. Nein, die Zeit ist auch nicht gekommen, weil ich fand die Szene ganz gut zum Abschluss. Na gut. Sondern beim nächsten Mal werden wir Dalira besuchen. Und dann finden wir raus, was es mit den Larios auf sich hat. Ich war destruktiv. Und? Ah ja, klar, mit den 4-8. Wenn uns immer hätten, Kommentar und Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö. Tschö, tschö.